So, guten Abend, ihr Lieben. Auf meinem YouTube-Kanal jetzt mal etwas ganz, ganz anderes. Und ich muss das einfach mal loswerden, weil ich eine Deutsche bin, in Deutschland geboren bin. Wohl hier auch sterben werde, wie es so sein soll. Und wir Deutschen ja gerade irgendwie sehr stark vertreten sind, was ein Thema betrifft. Und zwar nicht, es geht nicht um Migranten, es geht nicht um Migranten. Nein, es geht hier um die Zeitumstellung. Das war die einzige Uhr in meinem Zuhause, wo ich mir gesagt habe, die brauche ich nicht umzustellen, denn im Oktober wird die Zeit ja wieder zurückgestellt und dann brauche ich das ja nicht mehr machen. Und darum habe ich die Uhr die ganze Zeit in diesem Zimmer. So, jetzt habe ich sie eben gerade umgestellt. Also es ist 10 nach 10. Ich glaube, das ist, sieht man dann in Spiegelschrift, weiß ich auch nicht. Völlig egal. Ich finde, es gibt kein Land in Europa, was so mit der Zeit verbunden ist. Als Beweis haben wir allein die Abstimmung gehabt. In den Nachrichten haben sie eben gebracht, dass 4 Millionen Menschen abgestimmt haben. Und von diesen 4 Millionen kommt 3 Millionen nur aus Deutschland. Das heißt, 1 Million verteilen sich auf die anderen europäischen Länder. Warum ist das so? Hat sich da schon mal einer gefragt, warum das so ist? Dass nur in Deutschland, dass den Deutschen das überhaupt so wichtig ist? Das liegt meines Erachtens an diesem ganzen deutschen System. In keinem Land wird so viel Schichtdienst gearbeitet wie in Deutschland. In keinem Land wird so viel durchgearbeitet. In anderen Ländern, in den südeuropäischen Ländern und ich glaube auch osteuropäischen Ländern, wird nicht so auf die Zeit geachtet, was Arbeiten betrifft. Die lassen sich da Zeit, die machen das locker. Da gibt es im Sommer, wenn es heiß ist, eine Siesta. Und wenn es um Zeit geht, also sind das vielleicht mal Fußballspiele oder solche oder Flieger, die pünktlich sein müssen, aber die haben auch oft Verspätungen, wir wissen es. Also wer schon im Ausland war, weiß, dass es nicht immer so hinkommt. Dieses Zeitding, das ist in meinen Augen total deutsches Ding und wer mir da widersprechen will, kann das gerne tun. aber ich bin so ein bisschen weil für die Deutschen gilt, Zeit ist Geld. Und wir sind so auf Geld und auf wirtschaftlichen Faktor ausgerichtet, also das ist wahnsinnig. Ne? Ich habe mal an einer Bushaltestelle mit einer Frau gesprochen, die zu mir sagte, also ich komme aus einem Land, da kommt der Bus nie pünktlich. Aber jetzt bin ich in Deutschland. Und in Deutschland erwarte ich, dass der Bus pünktlich kommt. Ich sage, gute Frau, der Bus wird deswegen trotzdem nicht pünktlich kommen. Ja, aber warum bin ich dann in Deutschland? Da muss alles pünktlich sein. Also sie hatte aus dem Land, wo immer sie herkam, ich glaube Ukraine, ich weiß es aber nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht war es auch Polen oder sonst was. Da sagte sie eben, das gibt es bei uns nicht. Das ist nur in Deutschland. Und dann will ich das auch. Weil ich muss pünktlich auf Arbeit sein, ich muss überall pünktlich sein. Man erwartet die Pünktlichkeit. Also, ich meine, wir regen uns auf, wenn etwas nicht pünktlich ist. Wir regen uns auf, wenn wir lange warten müssen. Die anderen Länder, die anderen Menschen in anderen Ländern, die haben wesentlich mehr Geduld. Die warten. Und werden dann gehen sie nächsten Tag irgendwo hin, ob es zum Arzt ist oder sonst was. Wird nicht nirgendwo so viel auf Zeit gesetzt wie in Deutschland. Wir sollten uns mal wirklich darüber einen Kopf machen. Gerade
ich sag jetzt mal, spirituellen Kreisen. Warum, was hat denn Zeit? Wir leben nach, warum sollen wir nicht nach Sonne und Mond und Stern leben? Wie es uns gerade gefällt. Wir werden wesentlich gesünder. Die Zeit, diese Zeitstruktur, die wir hier in Deutschland haben, das ist schon fast eine zwanghafte Struktur. Die macht uns krank. Zeit macht uns krank. Wenn man das erwartet, das ist so. Also ich bin nicht nur dafür, die Sommerzeit abzuschaffen, ich bin dafür, die Zeit an sich abzuschaffen. Also vielleicht, wenn ein Bus pünktlich kommt oder wenn man oder einigermaßen, dass man einen Zug erreicht und sowas alles. Das finde ich schon wichtig, aber nee, wir brauchen das nicht. Und die Merkel hat ja so ein bisschen sarkastisch heute gesagt, in Nigeria, das wüssten die Leute, die würden über unser Zeitproblem, das wir hier jetzt gerade in Europa haben, lachen. Ich würde sogar weitergehen und sagen, dass wir in Deutschland haben. Also, nee, brauche ich nicht mehr. So, das war's. Es ist spät am Abend und ich wollte das nur mal eben bringen. Irgendeiner muss das mal sagen.